Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Erstmal ein frohes Neues. Ich denke nicht, dass ich dieses Jahr irgendwie einen Special dazu machen werde. Genauso wenig, wie ich denke, dass ich ein 100-Abo-Special machen werde, weil mir sind so ein paar Sachen eingefallen. Aber das passt irgendwie nicht so zum 100-Abo-Special. Ich denke, das werde ich mal in Zukunft bringen können, das, was ich so im Kopf habe. Aber ich weiß nicht, ob da irgendwas zu kommt. Und wenn nicht, dann bitte ich um Entschuldigung. Aber genug davon, zocken wir jetzt erstmal ein bisschen los. Ich denke nicht, dass ich mir die Krone holen werde, deswegen ist dieses Itemhaus ein bisschen schwachsinnig. Nein, ich sag nicht die Krone. Einfach aus dem Grund, weil ich sowieso nicht so oft Toadette spielen werde. Deswegen einfach mal einen Pilz abgeholt, den wir auch jetzt direkt einlösen können. Ja, und wie ihr schon gemerkt habt, wir spielen mal mit Luigi, wo die Leben zurückgesetzt wurden. Ich dachte, das wurde jetzt geändert hier in New Super Mario Bros. U Deluxe, aber anscheinend nicht. Anscheinend hat immer noch jeder Charakter seine eigenen Leben. Ist vermutlich auch besser so, wenn man mit mehreren spielt. Dass man einfach die richtige Anzahl an Leben hat. Ich dachte nur, dass wenn man den Spielstand als Einzelspieler beginnt, dass die Charaktere sich dann Leben teilen. Aber naja. Wie dem auch sei. Ich hätte eigentlich auch den Charakterwechsel mal ein bisschen eher machen können. Habe ich aber komplett vergessen, dass ich das machen wollte. Ich habe einfach weitergespielt und weitergespielt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, Moment mal, ich wollte doch die Charaktere wechseln. Ah, naja, ich denke, es ist jetzt nicht so schlimm. Ich bin nochmal zurückgeflogen, weil ich dachte, dass wir vielleicht eine Starcoin verpasst haben, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Da oben ist eine Starcoin. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Haben wir eine Starcoin verpasst oder nicht? Es war natürlich ein bisschen blöd. Ich dachte, der Pilz würde eher auseinandergehen. Und nein, wir haben tatsächlich keine Starcoin verpasst. Ob es das wert war. Na, und vor allem müssen wir jetzt die Starcoin nochmal neu holen. Naja, wir werden immerhin wieder groß. Das heißt, wir müssen nicht als kleiner Steppke hier die Prüfung antreten. Und das ist doch easy. Kriegen wir hin, wunderbar. Gar kein Problem. Ja, und ich weiß gar nicht, was ich mich eben so blöd angestellt habe. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich mich da so blöd angestellt habe. Aber ich hatte wahrscheinlich beim ersten Mal einfach nur ein komisches Timing und jetzt habe ich einfach eine Münze verpasst, weswegen ich die dann nochmal einsammeln wollte und dann hat sich die Plattform ein bisschen anders bewegt als gedacht. Naja, was soll's. Komm, jetzt nicht so blöd anstellen, das ist nicht schwierig. Diese
dieser Quatsch hier. So. Easy eigentlich. Ich stelle mich manchmal nur ein bisschen blöd an. Und jetzt dachte ich, verreck schon wieder, weil ich versuchte, Eichel hinterher zu springen. Aber nö. Alles gut. Und das hier ist tatsächlich die letzte Starcoin. Wunderbar. Dann hätten wir alles. Bisschen was timen. So. Ist auch kein Akt. Muss man halt nur ein bisschen überlegen. Bisschen warten. Geduldig sein. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und dann passt das schon. So. Zack. Holen wir uns hier noch das ab. Das war's dann. Mit dem Level. Oh, anscheinend noch nicht ganz. Ja, jetzt war's das aber. Nice. Made it. Ja. Jetzt geht's weiter mit Level 6, Lakitu's Garten. Ich glaube, an den Level kann ich mich noch relativ gut erinnern. Und ich denke, wir behalten auch erstmal die Eichel-Suit. Weil ich meine, hier gibt's ein paar Secrets oben in den Wolken. Ja. One-Up zum Beispiel, aber ich meinte jetzt eher auch Starcoins, die es hier einzusammeln gilt. Ja gut, wahrscheinlich war jetzt genau da irgendwo an den Stellen eine Röhre, aber nö, anscheinend auch nicht. Huh. Vielleicht ist da aber auch ein Secret bei der einen Pflanze. Ja. War mir aber auch schon irgendwie klar. Aber keine Starcoin? Boah, ist das ein Arschloch. Ist ja unfassbar. Ja, war die erste, okay. Scheiße. War jetzt nicht ganz so geil. Aber wenigstens mal auch ein Level, was wirklich anspruchsvoll ist. Hier ist eine Starcoin, ne? Müssen wir hier in dem Screen, weil da drüben nicht mehr da ist, müssen wir uns einen Lakitu abholen. Ja, und dann darüber fliegen. Keine Starcoin? Jetzt im Ernst? Ach komm schon. Naja. Ich hoffe trotzdem, dass wir keine verpasst haben. Scheiße. Ja, egal. Kriegen wir die Eisblume wieder. Jetzt nicht das Allerschlimmste. Okay. Oh, und hier ist eine Röhre. Alles klar. Dann soll der Powerblock einen wahrscheinlich so ein bisschen beirren. Von wegen, ja, nee, da ist keine Starcoin an der Stelle. Und dann ist da halt eine Röhre anstatt nach Starcoin. Bisschen gemein.
Nice. Und da haben wir die Eichel-Suit wieder. Und jetzt nur schauen, wo die letzte Starcoin ist. Da ist sie. Okay. Das war ein knappes Ding. Aber wir haben alles. Und ab geht's ins Ziel. Und jetzt können wir zu Mortens Pressfestung. Los geht's. Und war's das tatsächlich auch schon mit der Welt? Aber ist auch besser so. Ich mag die Wüstenlevel jetzt nicht so, muss ich sagen. Da mag ich sogar eher die Wasserlevel. Aber die Wüstenlevel sind echt so Dinger. Hätte man sich auch sparen können. Dafür eine andere coole Welt machen können. So. Geht's da oben rein in die Röhre? Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch nur ein Rückweg und hier geht's rein. Ja. Nice. Und die nächste Starcoin. Mini Mario? Okay, kriegt man den hier auch? Dann muss man da oben anscheinend rein. Aber da gab es jetzt keine Starcoin, deswegen frage ich mich. Ja gut, hier wird es wahrscheinlich einfach irgendwo einen versteckten Block oder so geben, wo Mini Mario drin ist. Also Luigi in dem Fall, wo ein Mini-Pilz drin ist und dann kann man sich da noch einen One-Up wegholen. Aber das lassen wir mal. Okay, hier am besten einfach direkt hier warten. Und auf ganz entspannt machen. Damit haben wir alles. Die grünen Münzen schon wieder, ey. Ne, aber dieses Mal first tryen wir den Quatsch und holen uns noch einen One-Up ab. Also. Los geht's zum Morten. Der Junge ist jetzt dran. Der ist fällig. Okay, anscheinend immer da, wo die Münzen sind, kann man sich schon aufhalten. Alles klar. Entschuldigung, da habe ich gerade einen Anruf bekommen. Aber den habe ich jetzt erstmal abgelehnt. Ich mache jetzt erstmal fertig. Ich denke, wir behalten das Outfit erstmal. Und treten dann damit gegen Morten an. Los geht's. Okay. Der kann einen stunnen. Und ich glaube, hier muss man noch aufpassen. Ja, bei dem letzten Angriff nämlich. Da kann er die Dinge auch hochschlagen. Und das... ja, wenn man da ein bisschen falsch steht. Ach shit, jetzt wollte ich schlau sein, aber ich denke, wir lassen ihn dann doch nochmal angreifen, weil wie ich schon in dem Tropical Freeze Let's Play gesagt habe, ich lasse die eigentlich immer ganz gerne vorher angreifen. Ja, hier meine ich nämlich, wenn man da falsch steht, dann kann man auch da Pech haben. Aber wir haben das ganz gut gelöst.
Nice. Ja, dann war es das auch erstmal für Welt 2. Und auch für den Part. Tut mir leid, dass es so ein kurzer Part ist, aber es ist einfach gerade passend zu beenden. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder im Minzmeer wahrscheinlich. Vielleicht auch in der Eiswelt, ich weiß es nicht, je nachdem, was halt die dritte Welt ist. Also, dann nochmal, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.